Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir haben wieder mal einen Auftrag, eine Höhle zu klären von irgendeinem Weinhändler, der hier Wein lagern will. Aber hier drinnen ist es ganz böse und krach, bumm, irgendwas. Oh, da ist ein Golem, oder? Und eine Leiche. Wahrscheinlich die Leiche dann von dem Gehilfen sein, der da. Aha, wieso? Ja. Von dem Gehilfen sein, der da nachschauen sollte. Golem, sage ich schon. Gargoyle meinte ich natürlich. Aber der scheint versteinert zu sein, der macht ja gar nichts. Oder halt auch doch. Direkter Tod. Das hätte lange dauern können, aber so nicht. Nicht mit mir, meine Freunde. Love it. Noch mehr oder warst du schon? Oh fuck. Okay, noch mehr. Okay, okay, okay. Diesmal habe ich das Glück nicht, wie es aussieht. Ja, wieder ein direkter Tod. Das war's, cool. Ja, gerade gegen so einzelne fette Kreaturen, da ist es natürlich besonders lohnenswert mit diesen Direkttöten, weil man da ja immer nur diesen einen bekämpft und, sich, und die dann halt auch viel Energie haben etc. Das heißt, wenn es da dann funktioniert, dann ist es natürlich viel effektiver, als wenn man von einer Bande von 50 Hunden oder sowas halt mal einen Hund direkt tötet. Nice. Noch mehr. Da ist noch eine Truhe. Ist da noch Erz? Ah. Goldklumpen, na, das sollte ja mehr wert sein als Erz. Ziemlich große Höhle auf jeden Fall. Silber. Komm mal hier hoch, bitte. Oh. Komm. Ja, dass wir nicht den riesen Umweg gehen. Auch mit dir. Das ging ja einfach und schnell, aber gut. Es hätte ein bisschen länger gedauert und ein bisschen anstrengender gewesen, wenn wir. Wenn wir. Na komm, heil. Wenn wir nicht das direkte Töten gehabt hätten. Ist es vorbei? Ist die Luft rein? Hast du es geschafft? Ja, alles erledigt. Ha! Und da heißt es, Hexer wären Tagediebe und Schmarotzer. Schwachsinn! Schwachsinn! Das Lager ist spätestens in 2 Tagen fertig. Und ab sofort kriegst du alle meine Waren billiger. Wie nett. Ich brauche aber eigentlich gar nichts von dir. Ihr stammt nicht aus Toussaint, oder? Nein, aus Povis. Wir sind vor dem ersten Krieg in den Süden gezogen. Meine Frau kriegt bei der Kälte im Norden immer einen Hexenschuss. Was bietest du an? Ich würde es mir gerne mal ansehen. Rotz, was sonst? 603, die haben irgendwie immer so 600, oder? Was ist das? Buklärer Weißwein, ah. Trinken ja mehr Rotwein als Weißwein. Pfefferwodka. Okay. Tja, was soll's, das reicht. Und jetzt aber zum eigentlichen. Sehr aufreibend, oder? Bist du deswegen so grau? Wie
Wieso konnten wir denn das Quest weiter verfolgen? Das verstehe ich gerade nicht. Wir haben das doch geklärt mit ihm. Ach, egal. Egal, gehen wir jetzt dahin, wo wir eigentlich hin wollten, zum nächsten Fragezeichen. War das ein Fragezeichen? Ach, das war ein Fragezeichen. Na gut, das macht Sinn. Ich überlege gerade, ob ich jetzt diese Ausläufer noch mitnehme. Ach ja, das ist diese geile Ruine. Das ist die geile Ruine im Wasser. Stimmt, da wollte ich eh mal hin. Ja doch, da gehe ich jetzt hin. Ich will unbedingt wissen, was da abgeht, wie die aussieht, etc. Können wir aber eigentlich Plätze holen. Ja, da gehen wir auf jeden Fall hin. Plätze. Hey. Die hatte ich doch schon von weit weg gesehen und die sah so interessant aus. Führt auch so ein interessanter Weg dahin, ne? Schneller. Das ist schon merkwürdig, die da direkt in den See reinzubauen. Kranichinsel. Hier laufen noch Leute lang. Das ist doch merkwürdig. Ach, das ist ein Gefängnis. Deswegen. Gefängnis von Toussaint. Es ist schwer vorstellbar, dass das lebendige, heitere Toussaint einst Schauplatz einer schrecklichen Lepra-Epidemie war. Um die Kranken von den Gesunden zu isolieren, wurde auf der Kranichinsel per herzoglichem Dekret eine Lepra-Kolonie eingerichtet. Als alle Einwohner der Kolonie tot waren, verfiel der Komplex allmählich, bis man beschloss, ein Gefängnis daraus zu machen. Dieses ist heute noch in Betrieb. Beweg dich! Hallo? Oh. Muss ich wohl außen rumgehen? Ich glaube, hier komme ich gar nicht so rein. Na, Hexer. Ah, dachte ich mir schon. Okay. Aber ich glaube, das ist sowieso nicht innen, sondern außen, dieses Fragezeichen. Okay, gehen wir halt unten lang. Ja. Versteckter Schatz. Ein Eingang. Ein Höhleneingang, wahrscheinlich ins Gefängnis rein. Grüngoldrubine. Der ist wahrscheinlich dann drinnen, ne? Also in dem Höhleneingang da. Weil hier ist doch nichts. Ja. Doch, hier ist was. Weiter für das Quest. Tagebuch eines professionellen Ausbrechers. 22. Tag des Monats Birke. Das Schlimmste an meiner Arbeit ist nicht, dass ich durch Jauchegruben kriechen, aus großen Höhlen springen, in Kanäle tauchen, mich fesseln und peitschen und verbrennen und foltern und mir die Fingernägel rausreißen lassen muss. Nein. Am schlimmsten ist, dass ich das alles dokumentieren und dann die Notizen vor den Wächtern verstecken muss. Jeder Ausbruch muss in allen Einzelheiten beschrieben werden, andernfalls bekomme ich kein Geld von meinen Auftraggebern. Die Arbeit eines professionellen Ausbrechers ist wahrlich kein Zuckerschlecken. 25. Tag des Monats Birke. Diesmal habe ich einen Auftrag in Toussaint erhalten. Das dürfte eine Kleinigkeit sein. Die Wächter sind fett und faul, die Wände uneben. Unleserlicher Abschnitt. Mir ist heute vielleicht das Fell gegerbt worden. Diese Wächter mögen fett und träge sein, aber peitschen können sie. Verdammt, ich glaube, ich werde zu alt für sowas. Diesen Auftrag mache ich noch, dann wird es Zeit für einen Berufswechsel. 28. Tag des Monats Birke. Ha, was habe ich für ein Schweineglück. Mein Mitinsasse, den sie unschuldig eingelocht haben, hat mir von einem Elfenschatz erzählt, der irgendwo südlich des Gefängnisses unter Wasser wartet. Ich nehme an, der Mann hat gemerkt, dass ich einen Ausbruch plane. Ich soll das Schlitzohr mitnehmen, dann kriege ich den Schlüssel. Vielleicht kann ich mich dann bald zur Ruhe setzen. 1. Tag des Monats, Blatt. Ich habe die Grabung abgeschlossen, um dann zu merken, dass ich mich verrechnet habe und mitten im See rauskomme. Mein Kollege konnte nicht schwimmen und nun lernt er es auch nicht mehr, denn er schläft den ewigen Schlaf und träumt von Fischen. Leider habe ich es nicht geschafft, den Schlüssel zum Elfenschatz an mich zu nehmen. Ich musste meine gesamte Stärke aufbieten, um es überhaupt zurück in die Zelle zu schaffen, in der bereits ein paar Wächter auf mich warteten. Sie haben mir ein paar Rippen gebrochen und Zähne ausgeschlagen, aber ich werde mich davon erholen. 11. Tag des Monats, Blatt. Die Dinge stehen gut. Ich bin in eine andere Zelle verlegt worden. Die Gitterstäbe an den Fenstern stammen aus Zeiten, in denen Toussaint noch von Elfen regiert wurde. Also werde ich diese rostigen Dinge heute Abend lösen und dann ab in den See. Der Sturz wird sehr tief, ja, aber deswegen mache ich mir keine Sorgen. Dann kehre ich zu meinem Auftraggeber zurück und überprüfe die Geschichte über den Schatz. Wenn alles gut geht, bin ich bald kein professioneller Ausbrecher mehr. Du bist gestorben, weil du, wie es aussieht, auf Stein gelandet bist, statt auf Wasser. Sorry.
Wir holen uns jetzt den Schatz. Warum ist der auch cool? So, finde den Schlüssel beim überfluteten Tunnel. Also wenn der das geschafft hat mit Tauchen und so, dann werde ich das erst recht schaffen. Oh, es sind aber viele. Sehr viele. Oh, mal kurz Luft. Oh, scheiße, hier ist gar keine Luft. Fuck. Fuck! Müssen mal kurz Schwertwald trinken. Habe ich das schon hergestellt? Ja. Ach so, es füllt aber nicht den Sauerstoff wieder auf, den man schon verloren hat. Na gut. Hä? Ist hier nirgendwo Luft oder was? Okay, Schwertwall bringt nur am Anfang was, nicht wenn man es schon am Tauchen ist, habe ich gerade gemerkt. Aber gerade wie lange der Typ dann die Luft anhalten konnte. Ich meine, wir haben auch ein bisschen getrödelt da unten, aber trotzdem. Also nehmen wir nochmal Schwertwall diesmal. Einfach nur sicherheitshalber. Oh, Raus, hallo. Man sieht wirklich besser unter Wasser mit Schwertwall. Nice. Viel besser. Krass. Ich war halt immer zu faul, weil meistens braucht man es dann nicht, weil man eh genügend Sauerstoff hat. Man kann so lange die Luft anhalten, dann braucht man eigentlich keinen Schwertwall. Aber komisch, dass hier nirgendwo mehr irgendwo Luft ist. Wertvoll, wertvoll. Finde die versunkenen Ruinen, den Elfenschatz. Oh, da sind glaube ich auch noch andere Quests. Also das ist glaube ich da, wo wir noch irgendwas anderes aussuchen müssen. So, wo ist es jetzt genau? Ja, genau da ist auch ein Quest. Genau da ist auch ein Quest. Ja, da würde ich sagen, machen wir das auch mal, oder? Das Quest. Ist eh gerade ausgewählt. Noch gar nicht so weit weg, kann man eigentlich theoretischerweise direkt hinschwimmen, also einen direkten Weg wählen, weil sonst müssten wir jetzt erst wieder den Umweg da gehen, übers Land. Schwimmen wir einfach mal hin. Wobei, da ist auch ein Schiff, damit wird's... wird sie wahrscheinlich nicht viel nehmen, aber jetzt direkt da hinschwimmen oder erst zum Schiff schwimme und dann mit dem Schiff fahre. Aber wir sind lange kein Boot mehr gefahren, von daher... Gehen wir mal zum Boot. Ich finde es immer so geil, dass man einfach auch ein fremdes Boot nimmt. Am besten sind da noch Leute, wie jetzt hier, zwei, die das sehen. Wie man quasi ein Boot klaut. Hier, ich leihe mir mal euer Boot aus. Okay, ich bringe aber auch nicht zurück, sorry. Da habe ich keine Zeit. Desto besser werden sie. Boah, Freunde. Geralt. Geralt? Wollte nicht hochklettern. Warum weiß ich nicht. Frauen und Fleisch. Je länger man sie klopft, desto besser werden sie. Also ja, wir wären definitiv schon lange da gewesen, wenn wir einfach hingeschwommen wären. Das ist aber jetzt egal.
Ich weiß gar nicht mehr, was das andere Quest war. Bin ich auf dem Sack ertrunken, ne? Danke. Na. Nice. Okay, finde die versunkenen Ruine. Dann nehmen wir nochmal Schwertwahl. Liegt ja bestimmt viel rum. Gibt auch noch einen Eingang. Oh Gott, das ist halt echt riesig, das Gebiet. Oh Gott. Es kann dauern, bis wir das finden, was wir suchen. Hätten wir ja eigentlich mal gucken können, ob wir einen besseren Schwertwall bauen können. Ich mach das immer ganz gerne, wenn man... Geralt? Wenn man einen Trank braucht, zu versuchen, ihn dann auch aufzubessern. Das geht aber, glaube ich, nur am Land, oder? Das Trauerbrauen. Oder halt auf dem Boot. So. Tränke. Verbesserter. Was? Oh, es scheint keine Verbesserung von Schwertwahl zu geben. Warum das denn? Hä? Von allen gibt es Verbesserung. Ach, es gibt sogar noch eine überlegene Katze. Was haben wir da gebraucht? Äther. Ach, ich hab's. Stimmt, das habe ich schon mal geguckt gehabt und habe gar nicht mehr drauf geachtet. Äther. Okay, naja. Jetzt auch egal. Da ist noch ein paar Ertrunkene. Finde die versunkenen Ruinen und den Elbenschatz. Muss ich jetzt einfach nur rein? Ich glaube, ich muss da rein, ne? Ist nicht hier draußen irgendwo. Ah, ich sammle natürlich trotzdem die Sachen ein, die auch hier draußen sind. Oh, da ist auch noch was. Oh, hier ist viel. Laden und Hymne. Bücher unter Wasser. Scheißegal, ob die in der Truhe sind. Die werden sowas von nass noch nicht mehr so gebrauchen. Vielleicht hätten sich die Seiten auch schon aufgelöst. Schade, ich kann ja gar nicht in Ruhe diese Ruinen angucken. Ah, wir müssen dann auch direkt wieder hoch. Schwimmen wir schon mal in die Richtung und tauchen dabei auf. Wir haben auch keinen Schwertwall mehr, sehe ich gerade. Dann erst bald alle. So. Ah, wisst ihr was? Sammeln wir das jetzt noch ein? Und dann gehe ich nochmal an Land und werde eine Runde nächtigen, damit ich... Also nicht nächtigen, sondern... Aber wobei, wir können eigentlich direkt bis zum nächsten Morgen, oder? Nicht hier rein, Geralt. Was machst du denn? Hä? Es ist doch hier flach. Sie geht da nicht hoch. Hilfe. Können wir direkt bis zum nächsten... Morgen meditieren. Ich brauche nur Schwertwahl. Ich meine, die anderen Sachen waren es auch nicht direkt voll. Also ich schätze, wir müssen einfach da rein. Den Höhleneingang. Und da drin ist es... Also ich weiß auch nicht mehr, was war denn das andere Quest nochmal? Bitte lass hier unten irgendwo Luft sein. Ja. Ist hier noch was? Ja, ich wusste es.
Goldring. Sind das jetzt eigentlich Menschenleichen hier unten oder sind das Elfen? Ich würde ja behaupten, es sind Menschen und keine Elfen. Ich nehme einfach alles mit, es geht schneller. Dimeterium-Barren, viel wert. 126. Groß. 131. Die Ruine lohnt sich aber komplett. Sehr geil. So, erstmal Luft holen. Ach, das war's schon. Och, Mann. Ist ja nur eine kleine Babyhöhle. Ich habe gedacht, da geht's hier noch übelst fett weiter. Oh. Ich meine, hat sich trotzdem gelohnt, aber das ist ja traurig. Aber war ja nicht noch ein anderes Quest? Ich verstehe das nicht. Kann doch nicht nur eine Truhe sein. Gegerbtes Dragonidenleder, durchdrungene Scherbe. Boah, ist ja viel drin. Aber wir haben schon ewig keine neuen geilen Waffen, Rüstungen, irgendwas gehabt. Ich meine, wir haben jetzt auch zwei richtig geile Schwerter, das darf man auch nicht vergessen. So, jetzt muss ich aber nochmal nachgucken. Gab es denn nicht noch ein Nebenquest? So, nach dem Lager des Wichts. Wo ist denn das eigentlich jetzt nochmal? Ja, ich wusste es. Das ist nämlich auch hier in der Nähe. Das heißt, das können wir dann auf jeden Fall auch weitermachen. Sehr gut. Ja, war hier unten nicht noch ein anderes Nebenquest? Bin ich mir doch eigentlich ziemlich sicher. Weinfäden nicht. Gesänge, Besuche, nee. Sprich mit, nee. Suchen in überfluteten Ruinen im Tal der Neuen. Ist es das? Ja, suchen den überfluteten Ruin im Tal der Neuen den Eingang zum Labor des Professors. Okay, ich wusste es. Es ist aber nicht genau das Gleiche. Ist aber hier in der Nähe. Ist auch bei den Ruinen halt. So, jetzt brauchen wir auch den Schwertwall erstmal nicht, um hier wieder rauszukommen. Was ist das da, Helles? Okay, ein Grafikfehler, wie es aussieht. Ja, ist ein Grafikfehler. Mal Luft holen. Mir ist gerade eingefallen, man müsste vielleicht ein bisschen länger an der Luft bleiben, damit er halt auch die Zeit hat, wieder Sauerstoff aufzunehmen, aber egal. Sie ist also davon irgendwo. Okay. So. Hier nochmal. Okay. Ah, was haben wir denn da? Sehr geil. Aha, ein kleines Portal quasi. Der Grabräuber muss was in Moros Grab gefunden haben, wenn das Eingangsportal aktiviert wurde. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ich bin überaus gespannt, Geralt, genau wie du. Kunde die Ruinen. Zwei Erfahrungspunkte bekommen. Krass, geil, Alter. So, wir machen erstmal einen Cut. Ich bin wieder so im Spiel drin. Ich merke es schon gar nicht mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Daumen nach oben. Und in den Mund rein oder so. Tschüss.